Jetzt läuft die Viererkette. Der FCA-Podcast. Der Augsburger Allgemein. Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einer nachösterlichen Ausgabe der Viererkette, dem FCA-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und diesmal mit meiner Kollegin Andrea Bogenreuther. Hallo. Hallo zusammen. Und meinem Kollegen Robby Götz. Hallo. Hallo, servus. Mein Name ist Florian Eisele und ich muss ganz kurz Stellung und Bezug nehmen zur Ausgabe, die wir zuletzt vor der Osterpause hatten. Da ging es darum, dass wir gesagt haben, der FC Augsburg ist der Trainerkiller Nummer 1, dahingehend, dass mal wieder ein Trainer gehen musste. Diesmal war es Niko Kovac, der in Wolfsburg den Hut und Spind nehmen und räumen musste. Das sei der TRT Nummer 10. Und dann gab es Stimmen, die gesagt haben, nee, da gibt es noch Holger Stanislawski, der seinerzeit bei Hoffenheim gehen musste, nachdem er gegen den FC Augsburg nur 2-2 gespielt hat. Das ist nicht ganz korrekt, denn Holger Stanislawski hatte noch ein Pokalspiel gegen Robby. Gegen wen war es? Weiß ich nicht mehr, aber er hat es verloren. Genau, er hat es verloren gegen Fürth, 0-1. Und gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Und dem danach musste er erst gehen. Also da war jetzt tatsächlich mal, wir nehmen zwar alles gerne an und nach dem Windhund-Prinzip alles in Ordnung, aber das war tatsächlich jetzt nicht das, in Anführungsstrichen, Verdienst des FC Augsburg, sondern das lag tatsächlich an der Spielvereinigung Greuther Fürth. Also Holger Stanislawski zwar letztes Bundesligaspiel gegen den FCA, aber letztes Spiel gegen Fürth. So, soviel zur Vergangenheit. Jetzt gehen wir in die, naja, fast Gegenwart, nämlich das 1-1 gegen Köln, dass ihr euch beide im Stadion beruflicherweise angeschaut habt. Wie war es denn so, mal allgemein gefragt? Ja, also wie war es denn so im Stadion? Fakt war, dass die Vorzeichen für FCA-Trainer Jes Torup jetzt nicht in dem Sinne nicht ganz so gut waren, als dass er erstmals in dieser Saison eben auf Kapitän Ermedin Demirovic verzichten musste, was man, finde ich, dann über die Dauer des Spiels dann schon gemerkt hatte. Zumal er sich ja für vorne, für die Offensive was Neues oder was anderes hat einfallen lassen müssen. Er hat sich dafür entschieden, nicht für Stürmer wie Bellio oder Michel oder auch Pepiel, sondern er hat sich entschieden, Vargas nach vorne zu ziehen und stattdessen rechts außen den Fredrik Jensen zu bringen, wo man dann schon gemerkt hat, dass der Druck und die Wucht über die Dauer von 90 Minuten dann nicht so rankam an die bisherigen Auftritte, weshalb sich das dann ein bisschen auch noch geändert hat. Und da glaube ich, dieses Vollstrecken, was dieses bisherige bewährte Sturmduo Demirovic und Tietz hatte, dass das ein bisschen abgeschwächt war und dass vielleicht dadurch auch der Druck nicht so groß war, dass man vorne offensiver auftreten konnte. Und nach dem Rückstand oder nach dem 1-1, nach dem Ausgleich der Kölner, dann es nicht geschafft hat, trotz wirklich guter Bemühungen dann noch das Siegestor zu erzielen. Deswegen war dann letztendlich auch alles ziemlich enttäuscht, dass das diesmal vor heimischem Publikum, wo man sich das an Ostern schon sehr gewünscht hätte, dass es eben nicht funktioniert hat. Ja, du sprichst es an, das war schon eine große Überraschung. Ne? Also man hat immer gedacht, okay, jetzt fehlt Demirovic mal, ist es Pepiel, ist es Bellio, ist es Sven Michel, ist es vielleicht nochmal ein ganz anderer, ja, es war ein ganz anderer, nämlich Elvis Rexbitschei, der dazu mit seiner Hereinnahme gebracht hat, dass Ruben Vargas jetzt ganz vorne war. War das so ein bisschen taktieren? Mhm. Ja. Also war das so ein bisschen taktieren vielleicht? Also, dass man Köln vielleicht verwirren wollte? Oder was hat er sich dabei gedacht, mal so gefragt? Ich glaube einfach, dass er die Aufstellung nicht groß, also die personelle Aufstellung nicht groß ändern wollte und eben Ruben Vargas nach vorne gezogen hat. Aber sagen wir, da haben wir schon gemerkt, das ist Kaiser. Also nicht der Stürmer im klassischen Sinne, der da auch vorne die Bälle festmacht, sondern er ist dann halt einfach auch wieder, hat sich ein bisschen zurückfallen lassen. Und ja, der Andrea hat es gerade gesagt, die Effizienz hat am Ende gefehlt. Ich finde, mit dem Dion Bellio, wie er dann reinkommen ist, bei allen Schwächen, die er zurzeit schon noch hat, ist es dann ein bisschen druckvoller geworden. Aber es hat halt einfach nicht ganz gereicht. Und ich muss sagen, Köln hat auch leidenschaftlich verteidigt und der FC hat mit beide Mannschaften mit offenem Visier gespielt. Köln hat nicht besser können, bis auf die paar Nadelstiche, die der FCA Köln ermöglicht hat mit der so brutal offensiven Spielweise. Aber man hat ja gemerkt, beim FCA ist es einfach nur darum gegangen, das Spiel zu gewinnen. Ja. Mhm. Ja, wobei ich sagen muss auch, also ich fand es ein bisschen schade, als ich die Aufstellung gesehen habe.
Und haben wir gedacht, ja, jetzt hat man endlich diese Position für Ruben Vargas gefunden, diese Zehner-Position. Und man weiß ja, sehr wahrscheinlich wird das jetzt nicht mehr so wahnsinnig viele Spiele mit Ruben Vargas im FCA-Trikot auf dieser Position geben. Und ich bin ja eigentlich auch so ein bisschen Dion Bellio-Fanboy. Deswegen fand ich es ein bisschen schade, dass man ihm da nicht die Chance gegeben hat. Weil ich finde immer, wenn du solche taktischen Kniffe machst, die kannst du schon machen, aber damit sendest du ja auch so ein bisschen ein Zeichen an die Spieler, die vielleicht auf einen Einsatz gehofft hatten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Dion Bellio wäre und gewusst hätte, jetzt fehlt der Demirovic gelb gesperrt. Und dann denkt man, ja gut, dann bin doch ich jetzt eigentlich mal im Einsatz. Und wenn nicht ich, dann vielleicht noch der Michel. Aber es ist keiner von beiden, sondern Ruben Vargas, der vorgezogen wird. Also ja, kann man machen, aber... Ja, da muss man aber auch sagen, das hat jetzt Jes Torup, der ist da, glaube ich, auch ganz gnadenlos. Das hat er zweimal jetzt im Vorfeld des Spieles gesagt und auch hinterher nochmal. Er nimmt auf einzelne Spieler in diesem Falle keine Rücksicht. Für er entscheidet für die Mannschaft. Und ich glaube, das ist jetzt was, wo sich einige Spieler schon dran gewöhnen müssen oder das akzeptieren müssen, dass er, glaube ich, wirklich immer entscheidet, was empfindet er momentan für die Mannschaft als Bestes. Und selbst so ein junger, vielversprechender Spieler wie Dion Bellio kommt dann einfach über die Arbeit als Ersatzspieler dann nicht hinaus momentan. Mhm. Wobei wir auch wahrscheinlich anders über Dion Bellio sprechen würden, wenn nicht, ich glaube, Thielmann war es, das Ding noch vor der Linie gekratzt hätte, den er ja, glaube ich, mit der Hacke nach Mbabu-Hereingabe da beinahe zum 2:1 verwertet hätte. Ne? Also ja. Er hat natürlich jetzt nochmal Kurzeinsätze, wenn überhaupt. Und da merkt man ihm natürlich schon an, dass da das Selbstvertrauen fehlt, dass da die Automatismen fehlen. Aber ich bleibe dabei, das ist ein richtig, richtig guter Stürmer, von dem ich hoffe, dass er, naja, bald längere Chancen bekommt. Ja, Sonntag wäre so eine Chance gewesen. Sag mal, ich sehe es ähnlich wie du. Es ist natürlich schon ein Zeichen an ihn, dass halt noch einiges fehlt. Und ich weiß nicht, ob er das unter Jes Torup aufholen kann. Ja, weil man müsste ihm, ich glaube, was dem einfach fehlt, ist brutales Selbstvertrauen. Ja, und ich glaube, das war schon... Also ich finde, es war ein Zeichen an ihm, ja. Ja, also klar, das musst du ja wirklich sehen. Also jetzt ist endlich mal die Gelegenheit da, so viele Stoßstürmer gibt es jetzt nicht mehr. Ja, und dann spielt Ruben Vargas da vorne. Und ich glaube auch tatsächlich, dass Ruben Vargas die Stärken eindeutig eine Position weiter hinten hat, wo er dann seine Spielpräsenz einbringen kann. Natürlich ist das vielleicht auch mal ein anderer Kniff, dass du sagst, du spielst das nicht mit zwei solchen Bullen da vorne, die da auch mal Bälle ablegen. Ruben Vargas ist immer der spielerische Aspekt oder das spielerische Element, was du da reinhebst. Allerdings, ich glaube, du hast das in deinem Kommentar geschrieben, Robby, ist es natürlich auch von Vorteil, an der Mannschaft, wenn sie weiß, okay, wir spielen so, es gibt Automatismen und selbst wenn mir der eine Spieler fehlt, dann gibt es einen anderen, der mehr oder weniger baugleich das Ganze vielleicht vervollständigt, was da bislang passiert. Aber es hat letztendlich gefehlt, also Demirovic kann man glaube ich sagen, dessen Fehlen hat sich sehr bemerkbar gemacht, punkto Chancenverwertung und es war auch, sagen wir mal, die Restabsicherung, das hat man vor allem beim 1:1 gesehen, teilweise nicht immer gegeben, da ist man wirklich, da wollte man vielleicht zu viel. Und am Schluss stand da nur noch Udokai, der, glaube ich, auch das Abseits aufgehoben hat gegen zwei Kölner. Und dann klingelt es halt einfach. Ne? Ja, aber das war in der ersten Hälfte, das war einfach ein klassischer Konter. Ja, Aveleo und Jakic sind einfach in der Mitte zu spät gekommen. Und der Kevin Mbabu, wobei er da nicht viel dafür kann, hat den Klassik-Pass vom Kainz, den hat er einfach nicht verhindern können. Aber ich denke... wenn die von Abstiegsängsten befreit spielen kann, dann passiert sowas. Und das in der zweiten Halbzeit war es ja nur ein nach vorne gehen, ja. Es ist halt einfach nicht belohnt worden. Es war ein attraktives Spiel. Ja, ich glaube, für alle Zuschauer, egal ob Kölner oder Augsburger. Und FCA hat ja nur ein zweites Tor geschossen. Das ist nicht gegeben worden. Ja, man kann ihnen, glaube ich, keinen großen Vorwurf machen, außer dass halt nicht das zweite Tor gefallen ist. Mhm. Das ist es ja. Und sehr wahrscheinlich wäre es mit Demirovic ein bisschen anders gelaufen, aber wäre Fahrradkette. Ja, das kann ich jetzt so sicher jetzt auch nicht sagen. Natürlich, der Ruck durch die Mannschaft wäre vielleicht dadurch besser gewesen, ja. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sie jetzt, wenn Demirovic dabei gewesen wäre, dass sie haushoch gewonnen hätten. Es wäre schon immer ein extrem enges Spiel gewesen, weil ich meine, man darf auch die Situation der Kölner nicht unterschätzen. Die mussten auch, ja, die wollten auch unbedingt
liegt. Also da waren schon zwei sehr, sehr engagierte Mannschaften gestern unterwegs. Und ich glaube, die Situation ist immer besser jetzt nur für den FCA als für die Kölner, die da jetzt mit einem Punkt, der tut denen natürlich richtig weh. Ja, nach diesem 1:1, da wären wir vor einigen Wochen ja noch halbwegs okay damit gewesen in Augsburg. Ja. Wie habt ihr denn Spieler, Trainer und Verantwortliche aller Couleur des FC Augsburg in der Mixzone erlebt? Wie war denn da die Stimmung? Ich glaube, jetzt richtig zufrieden war am Sonntag keiner. Die waren alle enttäuscht, ja, weil sie natürlich mit dem Sieg gerendert haben und der Spielverlauf hätte es auch hergegeben. Also es war jetzt kein Punkt gewonnen, sondern ganz klar 2 verloren. Ja, aber man muss auch mal mit dem zufrieden sein, einfach mitnehmen, ja. Weil man sieht es an der Bundesliga, ist für kein Team ist es einfach, dort zu gewinnen. Ja. Aber man sieht natürlich auch den höheren Anspruch nun, den der FCA durch seine Erfolgsserie jetzt und auch durch die letzten 4 Siege, dass einfach der Anspruch, wie man auftritt, wie man punktet, ja, dass man jetzt, wenn man auf Platz 7 steht, halt trotzdem nach oben schaut, auch wenn es immer wieder alle noch ruhig halten wollen und da nicht zu überhöhte Erwartungen schüren wollen. Aber man sieht einfach jetzt, dass der Anspruch unter Jes Torup durch die Punkte und so ein ganz anderer geworden ist. Da gibt man sich halt definitiv nicht mehr mit einem 1:1 zufrieden. Und da ist auch wirklich eine breite Enttäuschung gestern zu spüren gewesen. Ja, und das ist ja erstmal gut, ja, dass man sagt, damit ist man nicht mehr zufrieden und vor allem natürlich angesichts des Spielverlaufs, ja, das ist ja schon eigentlich ein bisschen verschenkt gewesen, was da passiert ist. Jetzt möchte ich aber gleich mal eine Kategorie vorziehen, die sonst immer ein bisschen später kommt. Aus gutem Grund möchte ich das tun, nämlich der Mann des Spiels. Da gibt es jetzt keine zwei Meinungen, wie ein ehemaliger FCA-Manager und heutiger DFB-Sportdirektor gesagt hätte. Das ist Kevin Mbabu, oder? Ja, also war es für mich, was der die 90 Minuten da auf der rechten Außenbahn geleistet hat. 30 Sprints hat er angezogen, ich glaube fast 10 Kilometer, war einer der schnellsten und glaube ich, 7 Flanken nach innen geschlagen und ich glaube, er hat jetzt gegen Köln mal gezeigt, warum er bei Wolfsburg war, warum er in der Schweizer Nationalmannschaft spielt und warum ihn auch der FC Fulham nach England geholt hat, auch wenn er da die Erwartungen anscheinend nicht so erfüllen können. Aber er blüht unter Jes Torup richtig auf. Ja, und er wirklich beinahe zu beiden Toren noch eine Vorarbeit geleistet. Eine indirekte Vorarbeit geleistet. Ich fand diese Führung ja wirklich sehr bemerkenswert. Das war wieder einer dieser weiten Einwürfe. Das ist ja auch eine Qualität, die er hat, dass eigentlich Einwürfe wie Flanken kommen bei ihm. Dann Einwurf von Babu, dann auf Tietz, der legt ab, also der klassische Tietz-Move. Der zu Vargas und dann macht Meier das Ding rein. Eigentlich baugleich, haben sie auch gesagt, zum Gladbach-Tor und war einstudiert. Ja. Und also dieser von uns noch bis vor wenigen Wochen geschmiedete Standardtrainer, der scheint jetzt sowas bezahlt zu machen. Ja, ja, also da habe ich gesehen, wie wertvoll Kevin Mbabu zurzeit für eine FCA ist. Ja, und noch dazu auch die Ecke auf Jakic nochmal. Es gab Chancen und bei fast allen der Offensivaktionen, vor allem in der zweiten Halbzeit, was finde ich sehr signifikant, war Kevin Mbabu eigentlich fast immer daran beteiligt. Der einzige Nachteil der ganzen Geschichte ist die Frage oder die Hoffnung, die eher klein ist, wie groß stehen die Chancen, dass er nächstes Jahr noch beim FCA spielt? Ich glaube, sie ist nicht sehr groß, aber erst nur hat FC Fulham hat das Sagen, die registrieren das natürlich auch, was hier passiert. Das Gehalt, was er, glaube ich, in Fulham bekommt, das jetzt größtenteils übernommen ist bei der Leihe, da müsste der FCA, glaube ich, auch sauber strecken. Und ich weiß auch nicht, ob das sein persönlicher Anspruch ist, jetzt hier beim FCA zu spielen, wenn es jetzt zum Beispiel nicht mit den internationalen Plätzen reichen würde. Ja, weil er tritt jetzt auch wieder mit Selbstvertrauen auf, hat er hinterher gesagt in der Mixzone, der beste Mbabu kommt noch. Jetzt ist er fast so weit. Das hat er gesagt, der beste Mbabu kommt noch. Ja, okay. Ist jetzt so weit. Und also das wird echt spannend und muss man schauen, ob es überhaupt die Möglichkeit ist. Ja, Fulham kann ja sagen, der kommt jetzt zurück, hat er dann noch ein Jahr Vertrag und sogar eine Option. Also da ist das Heft des Handelns, liegt da nicht beim FCA. Genau, also der Vertrag beim FC Fulham geht noch bis Juni 25.
Wobei, sagen wir, Fulham, für die ist er jetzt ein Babu in erster Linie, glaube ich, auch ein Spekulationsobjekt, wo man sehen kann, was kann man da erzielen bei ihm. Also aktuell der Marktwert bei ihm laut Transfermarkt liegt bei 3,5 Millionen Euro. Das ist jetzt nichts, was unmachbar scheint für FCA-Verhältnisse. Allerdings, wie du sagst, es werden auch andere Vereine auf die Idee kommen jetzt, dass da ein rechter schneller Außenverteidiger mit den Qualitäten, Stichwort auch Einwurf, wie gesagt, auch anderen Mannschaften gut zu Gesicht stünde. Ja. Nein, aber der spielt ja auch nicht die EM mit der Schweiz und ist da auch noch mit dem Schaufenster. Also wird das spannender Sommer auf jeden Fall bei der Personalie im Babu. Also der ist wirklich seit Januar wirklich richtig gut in die Spur gekommen und hat, Robert Gumni ist jetzt ein eigenes Thema verdrängt, aber Robert Gumni natürlich auch unter der Woche oder vor dem Spiel die Info mit dem Kreuzband, ist das für ihn natürlich super bitter. Ja? Also war ja aber ein gutes Zeichen der Mannschaft, dass zum Aufwärmen alle mit Gumni-Trikots unterwegs waren. Spricht für den Mannschaftsgeist, ja. Für Robert Gumni ist es ein gebrauchtes Jahr 2024 bislang. Das kann man, glaube ich, auch festhalten. Ja. Ich denke, da muss der FCA auf der rechten Verteidigerposition wissen sie was tun, ja. Weil, wann Robert zurückkommt, Kreuzbandriss, das steht in den Sternen, ja. Und im Babu, gut. Sie haben jetzt den Vorteil, dass sie jetzt schon beginnen können zu planen, zu sondieren, Kontakte zu knüpfen, weil es ist ja klar, wo sie kommende Saison spielen. Und das war lange Jahre, war das nicht der Fall beim FCA. Genau, das ist ein richtig großes Pfund, das du jetzt im Vergleich zu früheren Jahren und früheren Saisons hast, wo du ja wirklich bis zum letzten oder vorletzten Spieltag noch zittern musstest. Du weißt jetzt sehr frühzeitig, auch nächstes Jahr wird es hier ein Bundesliga-Standort sein, vielleicht sogar einer, der internationales Geschäft den neuen Spielern anbieten kann, auch wenn es nur die Conference League ist, aber die nehmen wir, wie gesagt, auch gerne mit. Ja, das ist natürlich schon eine Ausgangsposition, die du dir jetzt erarbeitet hast, die richtig was wert sein könnte, vor allem wenn du halt eben jetzt auf Spieler zugehst, und das musst du frühzeitig machen, weil links sehr wahrscheinlich ja auch links ist es so, dass Iago ja auch weg ist, ne? Dementsprechend, und das alles muss man sich immer vor Augen führen in einem System, in dem die Außenverteidiger ja schon eine richtig große zentrale Rolle spielen, ja. Ich finde, wir sollten noch ganz kurz über die Aufstellung sprechen, dahingehend Elvis Rexbitschei ist hier reingekommen. Ich finde, Elvis Rexbitschei hatte schon bessere Phasen in seiner Zeit beim FC Augsburg. Würdet ihr mir da widersprechen? Nein. Ja, sehr gut. Nein. Sehr gut. Nein, Elvis war also sehr engagiert und er wollte auch die Stadtelf-Nominierung und auch die Kapitänsbinde an seinem Arm, das wollte er einfach mit der Leistung untermauern. Und er hat einen tollen Linksfuß gehabt, aber aus meiner Sicht ist er oft dann zu überhastet, will zu viel, ist ein bisschen unkonzentriert unterwegs. Und das ist natürlich, und da fällt er zur Zeit, in dieser Mannschaft fällt er da halt ein bisschen ab. Das ist meine Meinung. Vor allem, wenn du natürlich dir vor Augen führst, was die Konkurrenten auf dieser Position sind, sei es eben im Sturm, also wenn dann Vargas wieder ins Mittelfeld rücken würde, oder wenn du dir Anne Engels mal anschaust. Also ja, ich glaube, er hat viele Chancen bekommen von Jes Torup. Ich weiß nicht, ob er sie gegen Köln wirklich genutzt hat, was ja auch ein ehemaliger Verein von ihm ist. Vielleicht hat das auch nochmal eine Rolle gespielt, für Jes Torup ihn da zu bringen. Weiß ich nicht. Aber man hat ein bisschen den Eindruck, dass er gerade so ein bisschen seine Form sucht. Und ja, ob es jetzt nochmal, wenn Jes Torup die Chance hätte, gegen Köln die Aufstellung zu machen, diese Aufstellung wäre, weiß ich nicht, ob er selbst das so mal so Rexbitschei jetzt auch ein Problem sein könnte, je nachdem, wie er verletzt ist. Also bis gestern oder bis heute hatten wir keine Diagnose genau. Er hat da den Tritt von Säke bekommen, hat dann relativ schnell angezeigt, dass es nicht mehr geht. Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn jetzt noch eine Verletzungspause, eine längere dazukommen würde, dann wird seine Situation nicht besser. Mhm. Ja. Das hat also nicht so gut ausgeschaut. Er ist dann mit Badelatschen am rechten Fuß, also da aus dem Stadion gehumpelt, und hoffentlich ist es nichts Schlimmeres. Ja. Nee, an dieser Stelle natürlich dann gute Besserung an Elvis Rexbitschei. Auf jeden Fall. Ja, in der Hoffnung, dass es vielleicht nicht allzu lang dauert. Vielleicht wissen wir auch zum Zeitpunkt, wie ihr den Podcast hört, schon mehr. Da kann man natürlich zum Beispiel unseren WhatsApp-Kanal der Augsburger Allgemeinen, FCA Kompakt, abonnieren. Kostet nichts. Und hilft euch dahingehend weiter, dass die aktuellen News da sofort zu finden sind. Einfach auf WhatsApp bei den Kanälen suchen.
Und genau, werde Teil unserer stetig wachsenden Community, sagt man da, glaube ich, im Community Management. Aber nee, ist gut, weil kostet nichts. Und alle Infos, die wir haben, publizieren wir auch über diesen FCA WhatsApp-Kanal. Jetzt noch kurz zur Ausrichtung innerhalb des Vereins. Auch da hat sich zuletzt einiges getan. Es gab zuerst die Info, dass die Strukturentwicklung innerhalb des Vereins vorangetrieben wird. Es gibt einen neuen Posten für Christoph Janker, der bislang Leiter der Lizenzmannschaft war, so war das, und ist jetzt technischer Leiter zum einen. Und dann gibt es noch Babacar Wahne, der als Chefscout von Hertha zum FCA kommt. Robby, erklär mir mal, was bedeutet das? Wie kann man das einordnen? Werden wir sehen. Also es war mal, die Scouts, die arbeiten ja eher im Geheimen. Das wird man dann sehen, wie die Verpflichtungen ausschauen. Aber der hat ja bei Freiburg lange gearbeitet und bei Eintracht Frankfurt hauptsächlich, glaube ich, und in Berlin dann unter Freddy Bobic. Also und hat, glaube ich, einen ganz guten Ruf in der Szene. Und je besser das Scouting ist, desto besser ist das für den FCA, weil da müssen sie gut sein, weil sie müssen die Spieler finden, die anderen noch nicht so auf dem Radar haben oder früher finden als die anderen. Und ich denke, wird man jetzt abwarten müssen, wie die Arbeit aussieht. Mhm. Genau, und da sprichst du nochmal was Wichtiges an. Also das war einer, der bei Frankfurt, also die Offensivabteilung der von Eintracht Frankfurt, die ja lange Zeit auch gerühmt wurde, ob ihrer Qualität, da war er auch 2 Jahre lang, hatte auch viele Spieler, die heute noch, sagen wir, eine große Rolle spielen, gescoutet. Die Hoffnung verbindet man natürlich auch in Augsburg mit ihm, ja. Und bei Christoph Janker, ich glaube, das ist jetzt, sagen wir, der nächste Karriere-Step, den er innerhalb des Vereins macht. Kann man das so zusammenfassen? Also der steigt auf, ist, glaube ich, die Formulierung. Ja, klar. Ja, aber, ja. Das Scouting jetzt unter sich und ich glaube, die Datenanalyse, also ja, also der FCA muss an den Strukturen was machen und ich glaube, sie sind da auf einem ganz guten Weg und das sieht alles auch nach wirklich durchdacht aus, seit Marinko Jendrich da ist. Man scheint auf einem guten Weg zu sein, ja, zumal auch ja der Michael Ströll seinen Vertrag auch noch langfristig verlängert wurde bis 2029. Also ist auf dieser Seite sind die Weichen gestellt für die nächste Zukunft. Genau, das wäre die nächste Frage gewesen mit Michael Ströll. Geht dann einen neuen Vertragslaufzeit er, der Stand jetzt einziger Geschäftsführer des FC Augsburg, der vor allem für die Finanzen zuständig ist, ist, glaube ich, eine Personalie, die wirklich für Konstanz steht. Und finanziell steht der FC Augsburg, auch wenn es zuletzt ein Minus gab, ein operatives, das war aber einkalkuliert. Ja gut, da vor allem, wenn man sich die Corona-Phase anschaut, die ja so eine Nagelprobe war für viele Vereine, die der FC Augsburg gut überstanden hat. Also Michael Ströll, glaube ich, ein sehr positives Zeichen für die Finanzstruktur des Vereins. Ja, er ist ja seit 2006 dabei, hat das alles miterlebt, mit aufgebaut und muss ich sagen, was da in den letzten, wie wissen Sie, jetzt 18 Jahren da auch passiert ist, also mit NLZ, mit Geschäftsstelle, mit Stadion und da war er überall involviert und auch die letzten Jahre, wo es sportliche Krisen gab, das hast du gerade gesagt, also finanziell war der FCA da immer in ruhigen Bahnen, ja, und das ist in der Bundesliga nicht so üblich, glaube ich. Mhm. Ja, und es ist eine Konstanz, die andere Vereine gerne hätten. Kann man, glaube ich, auch mal festhalten im operativen Geschäft, im operativen Bereich. Ja, jetzt guck mal noch eine letzte Frage zu diesem Spiel hätte ich noch, die du glaube ich, auch gestellt hast, Robby. Mert Kümür. Wir hatten ja zuletzt gesprochen, warum Mert Kümür für manche überraschend so wenig Einsatzzeiten bekommt. Das wurde auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Köln thematisiert. Was hat denn jetzt Torup daraufhin gesagt? Torup hat auf der Pressekonferenz gesagt, dass es durchaus ein interessanter junger Spieler ist, dass er aber jetzt im Vorfeld dieses Köln-Spiels, gerade auch beim Testspiel gegen Fürth, schon mehr Wert darauf gelegt hat, seine Elf für das Köln-Spiel zu finden und sich dann gegen den Einsatz von so einem jungen Spieler entschieden hat, sondern sich die Stürmer angeschaut hat. Anscheinend hat ihn das nicht so überzeugt, wenn wir jetzt die Aufstellung von Köln gesehen haben. Aber er hat eben gemeint, dass er jetzt aufgrund dessen Mert Kümür nicht berücksichtigt hat, kam dann eben nicht zum Einsatz und
hat es momentan wahrscheinlich eben schwierig, wenn Jes Torup selber jetzt erstmal schaut, dass er die Punkte sammelt für die weiteren oder die restlichen während der restlichen Saison. Ja, es ist halt so. Ne? Also man hat diesen Spieler, von dem jeder sagt, das wird mal einer. Und wenn das nicht bei euch wird, weil er nicht genügend spielt, dann wird das wahrscheinlich woanders. Ja, also Mel Kümmer hat zwar noch einen Vertrag bis 2027 beim FCA, aber das bedeutet ja erstmal nur, dass er bis dahin unter Vertrag steht, nicht, dass er bis dahin auch beim FCA spielt. Es ist halt so ein bisschen die Hoffnung da, ja, also dass man sagt, wenn jetzt mal Gelegenheiten sich ergeben sollten, dass man so einen Spieler, der ja auch U19-Nationalspieler ist, wie gesagt, auch wieder gespielt hat in der Länderspielpause, dem wirklich eine große Zukunft vorhergesagt wird, dass man denen einfach mal eine Chance gibt. Auf der anderen Seite will Jes Torup offenbar dem Spieler auch nichts schenken, das ist ja auch richtig, dass man da jetzt jemanden übervorteilt. Allerdings, da werden wir in Zukunft, glaube ich, auch ein Auge noch drauf haben und in der Hoffnung, dass Matt Kömür, vielleicht wenn es gerade jetzt Spiele gibt, die entschieden sind in der einen oder anderen Richtung, dass man es vielleicht nochmal mit Matt Kömür in Einsatzchancen probiert. Aber gut, so viel dazu. Jetzt sind wir noch mit einer Kategorie da, nämlich mit der Kategorie, wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann wäre es diesmal Die Schönheit der Chance von Tomte. Die Schönheit der Chance, dass wir unser Leben lieben, so spät es auch ist. Denn die Chance für den FC Augsburg ist ja selten zuletzt so gut gewesen wie jetzt. Man ist immer noch Siebter. Und wenn man gegen Köln gewonnen hätte, dann wäre sogar der Abstieg zu Platz 6 ein kleines bisschen geringer gewesen, nachdem der sechstplatzierte Frankfurt ja auch gegen Union nur zu einem 0-0 gekommen ist. Also wenn man so will, das Positive an diesem Spieltag ist, Platz 7 bleibt weiterhin bestehen und der ja doch eigentlich überschaubare Abstand von gerade mal 5 Punkten auf Frankfurt, so kann man es jetzt auch mal sehen, auf Platz 6, der bleibt auch bestehen. Ja, also es gibt eine Saison, die sehr viele Chancen bietet und wir hätten, glaube ich, alle nichts dagegen, wenn der FC Augsburg sich diese Chance nimmt, oder? Ich glaube, da wären alle sehr happy. Genau, und noch dazu, weil es jetzt auch weil es ja dann auch Spiele gibt gegen Frankfurt, wo du dann demnächst dich beweisen kannst, wären sehr spannende Wochen, aber das sagen wir zwar oft, aber in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass der FC Augsburg selten so stabil wirkte, wie jetzt auch, finde ich, sehr gutes Zeichen, dass du sagst, du hast jetzt dieses 1-1 gegen Köln als gefühlte Niederlage abgespeichert bei den Spielern. Jetzt geht's gegen Hoffenheim, nach Hoffenheim am 7. April zu Hause, dann gegen Union Berlin und dann gegen Frankfurt. Also da kannst du ja auch schon viel in die richtige Richtung lenken. Und es ist das Positive, dass dann mit Sicherheit am Sonntag, wenn es in Hoffenheim ist, dann auch Ermin Demirovic wieder zurück sein wird. Genau. Seine Sperre ist abgesessen. Und der FC Augsburg spielt ja, wie wir alle wissen, besonders gerne am Sonntag. Das läuft eigentlich alles recht gut mit einem ausgeruhten Demirovic, auch wenn er es verkraften muss, dass er jetzt nicht mit Bosnien an der EM teilnehmen wird. Aber das ist dann vielleicht auch so. Gut. Leute, das war es im Wesentlichen von mir. Gibt es noch was zu erzählen? Ich glaube nicht, oder? Nee. Aber vielleicht noch eine ganz kleine Sache. Wir hatten es ja auch mal mit André Hahn, fällt mir jetzt gerade eben noch ein, der seine Karriere beendet hatte. Und das ist jetzt zwar auch nicht mehr die allerneueste Nachricht, aber auch schön zu hören, André Hahn hat eine Folgeanstellung bei Eintracht Frankfurt als Co-Trainer im Jugendbereich erhalten. Und das ist, glaube ich, ihm nur zu wünschen, denn das ist in der Nähe seiner neuen und alten Heimat in Großem Offenbach, wo er mit seiner Familie lebt. Also an dieser Stelle auch alles Liebe, alles Gute und herzlichen Glückwunsch an André Hahn zur schnellen Folgeanstellung. Freut uns. So, dann bleibt es mir noch, euch Danke zu sagen fürs Besprechen, ja, liebe Andrea, lieber Robby. Gerne. Vielen Dank an alle fürs Zuhören und vielen Dank an alle fürs Weitersagen, Abonnieren und 5 Sterne bewerten. Sagt's weiter eurer Schwiegermutter, Schwiegervater und dem Osterhasen. So. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Sage ich vielen Dank und bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao. Tschüss. Ciao. Das war die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.